Als Drehbuchautor muss man pitchen, pitchen, pitchen. Ich zeig's dir mal. Hallo, ich bin Helena Lukas und ich möchte mich heute gern als Drehbuchautorin vorstellen. Ich bin originell, zuverlässig, belastbar, ehrgeizig, innovativ, flexibel, ein Teamplayer. Ich schreibe gern Dramedy, aber auch Drama, klar. Krimi, Deutschland. Thriller, Science Fiction. Ich bin 27 Jahre alt, ganz jung und frisch, noch nicht desillusioniert. Wenn man mir Feedback gibt, dann breche ich nicht in Tränen aus. Mentale Stärke ist ganz wichtig. Man weiß ja, bei Autoren, die sind manchmal so ein bisschen, ne? Ich ernähre mich vegan übrigens. Ich gehe regelmäßig joggen. Also gut durchblutet, ich bin gesund. Ich bin quasi Autorin mit Biosiegel. Ich sehe mich eigentlich mehr so als Underdog. Ja. Im Regiestudium musste ich mir ein Tier aussuchen und dann mit meinen Kommilitonen auf Turnmatten herumkriechen und uns als Tiere gegenseitig beschnuppern. Da ist jede Selbstachtung weg. Aber man hat auch nichts zu verlieren. Und ich habe so als Robbe in der Sonne auf dem Rücken, was man ja nicht machen soll, weil der Bauch ist der verletzlichste Teil. So. Und dann kommt natürlich so ein Tiger angelaufen und riecht an mir und ich dachte, ja, das war's jetzt wahrscheinlich. Aber dann habe ich ihm die Flosse gereicht. Das hat er nicht erwartet. Man muss in einer kritischen Situation immer was Überraschendes tun. Und als Autor steht man ja immer so mit dem Rücken zur Wand und ja, da kann man ja eigentlich alles erwarten.